Liebe Fische, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline. Wir schauen in den Monat August 2024, was auf dich zukommt, was du wissen darfst. Du weißt, es ist eine kollektive Kartenlegung. Bitte auf dich umlegen, das für dich mitnehmen, was sich richtig und stimmig anfühlt. Diese Legung ist für alle im Sternzeichen Fische, im Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent. Schau dir gerne deine ergänzenden Legungen an, lege die Informationen auf dich um. Wie gesagt, es ist eine kollektive Legung, also möglich, dass nicht alles mit dir resoniert. Für persönliche Kartenlegungen oder aber auch ganz neue Specials, The Energy of, verschiedene Energien, die du für dich nutzen kannst in deinem Leben, Heilsitzungen, Coachings, Teachings, schau unten vorbei. Dort gibt es verschiedene Links, die dich weiterleiten. Ich würde sagen, liebe Fische, wir starten und ich verbinde mich mit dem Fische-Kollektiv, Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent und dem Monat August 2024. Worum geht es bei den Fischen? Was ist das Hauptthema im Monat August 2024? Die Hauptenergie der Fische. Worum geht es im Monat August? Die Schönheit. Erkennst du die Schönheit in deinem Leben und erkennst du sie besonders bezogen auf dich selbst? Die Vergänglichkeit ist ebenfalls ein großes Thema, was die Schönheit begleitet. Und mir scheint es so, dass du eine besondere Ausstrahlung hast im Monat August. Dass du dadurch, dass du vielleicht sehr angebunden an dich, an deinen Körper oder dass du mehr auf deine Gesundheit achtest, aber du strahlst etwas anderes aus als sonst. Du leuchtest und du bist mehr angebunden an, ja, die weibliche Energie, deine Intuition und vielleicht zum Göttlichen. Die Schönheit liegt zwar im Auge des Betrachters, doch Energie oder energetisch können wir diese Schönheit in Form von purer Liebe, von Reinheit, von Klarheit extrem wahrnehmen. Für einige von euch sind, leg's auf dich um, vielleicht begegnet es dir im Laufe des Monats Meerjungfrauen sehr wichtig. Wie gesagt, wer weiß, was kommt. Wir schauen, worum geht's bei den Fischen, mit was ist zu rechnen im Monat August für die Fische. Oha. Hello. Wir haben den Mond. Ich höre Selbstzweifel. Okay, Selbstzweifel. Wir schauen uns an gleich. Warum? Eine Karte noch. Und eine stagnierende, schwere Situation. Kommt zu einem Ende. Im Monat August wird dir sehr viel klar werden, bezogen auf dich selbst, bezogen auf Menschen, vielleicht sogar auf das ganze Kollektiv. Einiges davon wird dich erschüttern, Gedanken von Menschen, Handlungen von Menschen, Entscheidungen von Menschen. Und du wirst das Gefühl von Machtlosigkeit möglicherweise haben. Doch mache dir bewusst, egal in welcher Situation du bist niemals machtlos. Manchmal fordert uns das Leben auf, zu surrendern, sich hinzugeben. Doch aus energetischer Sicht ist es so, dass du immer Zugang hast zur Quelle und immer Antworten bekommst, Hinweise, Botschaften oder dir Menschen, Situationen geschickt werden. Und das wird ebenso passieren. Du kommst an einen Punkt im Monat August, wo du erkennst,
für was Schönheit alles eingesetzt werden kann. Das meine ich jetzt nicht irgendwie anbietend oder negativ, sondern was das Positive ist an Schönheit und ihre Definition. Denn das ist natürlich auch für jeden unterschiedlich und bezieht sich nicht immer nur auf die menschliche Schönheit. Die Spiritualität wird sehr ausschlaggebend für dich in Bezug auf Schönheit. Sehr viel Rätsel, es wird Klarheit kommen ab der zweiten Monatshälfte. Also schau hier öfters in das Video rein. Wir klären, worum geht es beim Mond? Worum geht es beim Mond bei den Fischen? Ja, Selbstzweifel. Es geht hier darum, dass du entscheiden musst, dich führen musst, Verantwortung tragen musst oder in eine Führungsposition entweder geschoben wirst oder sie selbst annimmst und dann doch Selbstzweifel hast. Worum geht es bei der Königin? Ach, der Mond und du. Ja, es geht darum, dass du nicht weißt, ob du dieser Situation oder diese Leaderrolle, und das bekomme ich auch mit einem gewissen Standing, mit einem gewissen Autorität, weil du so spürig bist, weil du so viel wahrnimmst, weil du so viel auch so lieblich sein kannst. Du hast Angst, dass du dieser Rolle nicht gewappnet bist, dass du nicht standhaft bleiben kannst, dass du nicht die Führung, also das Zepter halten kannst, als würde es dir zu schwer werden. Doch, du bekommst eine Person an deine Seite. Für die allermeisten ist das männlich, auch wenn du als Mann zusiehst. Eine Person an deine Seite, die überhaupt gar keine Zweifel darin trägt, dass du das nicht kannst. Vielleicht ist es auch so, dass diese Person dich in diese Rolle bringt, führt, wie auch immer, oder sie wirkt einfach unterstützend an deiner Seite. Vielleicht, weil die Person selber eine Auszeit braucht. Vielleicht, weil die Person selber Schwierigkeiten hat und du musst einspringen, wie auch immer. Aber eine Person hat keine Zweifel, sieht dich in der vollen Pracht, in der vollen Schönheit. Diese Person, vielleicht auch eine andere, für viele ist es aber genau diese Person, ist mit großen Themen beschäftigt. Es kann ein Todesfall sein, es kann dass jemand krank ist, es kann sich um Glaubensthemen oder Spiritualität handeln, in welcher Art auch immer. Vielleicht braucht auch jemand in diesem Bereich deine Unterstützung. Doch es geht hier darum, dass man entweder selbst auch eine Auszeit nimmt, um hier sich wieder zu stabilisieren oder jemanden in eine Auszeit führt oder in eine Auszeit begleitet oder wie gesagt einspringt. Für jeden ist das unterschiedlich. Es könnte für einige eine Art Wunscherfüllung sein, die sich aber anders zeigt als ausgemalt. Worum geht's bei den Neun der Stäben? Oh, etwas. Diese Situation, mit der du konfrontiert wirst, ich habe das Gefühl, dass es nicht direkt bei dir liegt. Vielleicht hat das mit der Entscheidung zu tun, vielleicht hat das mit diesen Menschen zu tun, aber es ist etwas, was das Herz schwer macht. Vielleicht, weil du erfährst von jemandem, dem es nicht gut geht, dass jemand vielleicht krank ist oder ausfällt oder wie auch immer. Und das macht dein Herz auch schwer. Und du hast auf einmal das Gefühl, dass du mit deiner Schönheit, mit deinem Glanz, vielleicht bist du auch einfach sehr gut drauf, du bist voller Energie und auf einmal kommt sowas und du schämst dich schon fast, dass es dir so gut geht. Auf der anderen Seite ist das genauso gewollt und geführt, weil du diese Energie brauchst und andere somit Energie, also energetisch anheben kannst und diese Kraft aufbringen kannst, die dann auch gebraucht wird. Interessant. Schauen wir, um welches Thema geht es hier? Worum geht es für den Fisch? Wow, das rundet das jetzt absolut ab. Es geht um das Licht.
Es geht hier um das Engelsreich. Es geht darum, dass du in dein Potenzial geschoben wirst, wenn es rundum dunkel wird. Dass du leuchtest, wenn auf einmal alle Lichter ausgehen. Und dann passiert nämlich Folgendes. Dann hast du ein schlechtes Gewissen, dass du leuchtest. Weil du Angst hast, in die Verantwortung zu gehen, in die Position einzusteigen, dass du der Leuchtturm sein kannst, weil du siehst dich nicht als Leuchtturm, aber du bist ein Leuchtturm. Und mir kommen schon fast die Tränen. Ich bin gerade so berührt, weil diese Situation, oh Gott, das ist wirklich so wie, als würde einem das Herz zerreißen, dass man voller Kraft, voller Energie ist, als wäre eine Manifestation da. Und auf der anderen Seite passiert so etwas, ja, in einer ganz anderen Energie und man denkt sich, nein, warum? Was jetzt? Als würdest du es dir nicht erlauben zu leuchten, aber auch hier ist der Rat, das ist getimt. Denn du erleuchtest mit deinem Licht, mit deiner Schönheit, aus deinem Herzen andere. Und egal, was da passieren mag, es ist so, weil du in deiner Kraft bist und helfen kannst, aus einer höheren Sicht. Was kommt denn da? Fischis, alle Fischis. Ich habe bei den anderen Videos auch gesagt, gerne mal Hello sagen, ein Fische-Symbol in die Kommentare oder eine Winkpfote, wollte ich schon sagen, eine winkende Hand. Wo sind die Fischis? Das scheint wirklich ein krasser Monat zu sein. Mir kamen eben echt fast die Tränen. Das ist so etwas Wunderschönes und gleichzeitig, als würde man es sich schon fast nicht erlauben, das anzunehmen. Rat des Universums, bitte. Mach eine Pause, das ist ein Lebenswerk, nicht an Lektionen verlass das Hamsterrad, vor allen Dingen bezogen auf diese ganzen Negativgedanken von wegen, ich kann das nicht, ich brauche das nicht. Und wir haben ja zweimal die Pausekarte hier. Also überfordere dich nicht selbst mit irgendwelchen Ausmalungen von Situationen, sondern sei einfach du. Konzentriere dich auf deine Kraft, auf deine Energie und dass du genau in dieser bleibst. Denn das ist etwas, was wirklich gebraucht wird. Also haushalte mit deiner, verschwende sie nicht. Und nicht deine Energie weggeben, sondern einfach heller leuchten. Ja, das ist ein großer Unterschied. Denn wenn du sie weggibst, dann hast du keine Energie mehr. Wenn du aber einfach heller strahlst, dann leuchtest du und zündest andere an. Eine letzte Karte für den Fisch. Du weißt ganz genau, wenn es soweit ist, egal was kommt, du weißt, was zu tun ist. Warum? Weil du diese Anbindung hast, weil du Licht bist. Viel Kontakt zu Engel, Engelwesen, Lichtenergien, Lichtcodes, Frequenzen. Du lädst dich auf. Ich wünsche euch von ganzem Herzen einen wunderschönen August, liebe Fische. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ich freue mich natürlich auch, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe für dich, schönen August. Bis bald.